Und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, beim letzten Mal, da sind wir ja schon mit Bill, beziehungsweise wir sind gerade auf dem Weg, mit Bill zur nächsten Stadt zu gehen. Und wir sind jetzt gerade hier und ich weiß, dass wir ein Stück weiter waren. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber einfach trotzdem mal weiter. Und versuchen die nochmal ganz ruhig und gesittet. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ganz ruhig. Halt die! Ja, die kann man ja bekanntlich ohne Messer ausschalten. Ih, das müsste doch irgendwer gehört haben. Also die hier ganz ruhig und gesittet wegzumachen. Da ist einer. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Klicker rumläuft. Aber wir machen uns erstmal. Da hinten hört ihr es. Ich hoffe mal, das funktioniert hier. Alles in Ruhe. Der Typ da müsste uns eigentlich gesehen haben. Aber wir sind ja mega stealth. Also gibt's hier aufs Maul. Versuche natürlich auch so wenig Equipment wie möglich zu verlieren bei den Aktionen. Ich glaube, da hinten war auch einer drin. Da klickert es schon wieder rum. Ich höre es doch. Ducken. Ach ne, hier muss man rüberspringen, ne? Da oben klickert es rum. Es ist ja eklig. Okay, hier war noch keiner. Wo ist er? Hier sind überall Viecher, ey. Das ist ja unglaublich. Aber ich glaube, da waren noch Sachen im Haus drin, die wir uns holen wollten, sollten. Also, besser ist es, wenn wir sie haben. Da ist auf jeden Fall ein Klicker. Ja, geh mal wieder weg. Bei denen muss man eigentlich auch nur ganz ruhig bleiben. Im Haus war, soweit ich weiß, noch eine Nachricht und noch irgend so ein Zeug. Ich weiß nicht mehr alles genau, was wir wo gefunden haben. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Klappe da hinten. Ruhe, Klappe halten. Genau. Ich versuche einfach mal was. Okay, der könnte uns sehen. Das wäre eher doof. Können es natürlich auch mal mit dem neuen Spielzeug versuchen. Wo haben wir sie denn? Jetzt da zwischenwerfen. Einfach mal ausprobieren. Wow! Glaube, das war auch nur ein Klicker, der hier rumlief. Schnauze! So. Und damit ist hier auch wieder alles ruhig. Ich habe erst gedacht, das Ding explodiert nicht. Aber ja, ist ja nichts mehr von übrig. Ach was. Was du nicht sagst. Also ich glaube, hier drin war es relativ ruhig und gesittet. Hallo?
Ich höre hier auch nichts. Ich versuche mal jetzt auch in den nächsten Parts nicht mehr gleich bei jedem Mist mich zu erschrecken, beziehungsweise immer so langsam zu spielen. Auch wenn das hier natürlich bei The Last of Us überlebenswichtig sein kann. Ach, wir hätten hier auch hochgekonnt. Okay. Was haben wir da? Mullbinden. Okay. Was war hier noch alles? Wie kann man hier denn nochmal... Ach ja, so. Hoch können wir eh nicht. Da ist alles zu. War hier noch irgendwas? Habe ich mich doch getäuscht? Ist hier gar nichts? Ah, hier ist noch eine... Das kann man immer gebrauchen. Zwar halten unsere Messer jetzt länger, aber man kann ja bekanntlich nie genug haben. Und wie kann man hier denn nochmal... Nee. Nee? Ah. Genau. Was machen wir denn? Nahkampfverbesserung? Das würde ich eigentlich nur machen, wenn wir ein Rohr haben und nicht so einen ollen Holzstock. Nagelbomben. Ha, ich glaube... Da mache ich mir mal eine von. Noch ein Messer ist, glaube ich, ganz praktisch. Medikit. Molotow-Cocktail. Kommt auch immer gut. Medikit haben wir zum Glück noch. Das für den Fall der Fälle. Lieber was wegbamsen als... Naja. Nachher... Ach so, ich will ihn doch gar nicht auswählen. Gottes Willen. Ich will eigentlich auch... Ja, wenn dann das Ding. So. Jetzt sind wir hier. Und wir können... Wie war denn das nochmal? Man konnte hier irgendwie, glaube ich, durch. Genau, hier oben. Sind hier nicht eben noch Viecher rumgeklickert? Wo sind denn die hin? Oder waren die nur unten? Ne, da hinten ist auch noch... So gezuppel. Kommt es hier hin? Na toll. Ah. Geh weg! Nein! Ach, Mann! Ah, da ist der Stock kaputt gegangen. Was soll das denn? Och nö! Ach, okay, hier ist noch alles tot. Das ist gut. Was haben wir hier? Eine Flasche. Och, hier wurde jetzt gespeichert. Das ist ja doof. Wobei ich dann doch das Haus gerne mitnehmen würde. Aus dem Grund, dass wir die Nagelbombe da bauen können. Aber hier war ja alles ruhig. Mollo haben wir nicht, ne? Ne, haben wir eine Flasche. Und jetzt... Oh Mann! Jetzt haben wir auch schon das fieseste Totgericht, und zwar den Klicker. Damit können wir immer noch Leute in die Fresse hauen. Schieße ich ihn jetzt einfach vielleicht ab? Verdammt! Geht gut. Hey, hey, hey. So, was haben wir hier? Flasche, nehmen wir mit. Oben dürfte jetzt alles tot sein. Von daher... Hopp. Schauen wir uns mal eben da oben um. Nur der Klicker, der macht mir halt... Ich halte die Klappe jetzt. Oh, Klappe halten! Ich mag Bill, der ist immer derselben Meinung. Ja. Da haben wir alles. Da fehlt uns eigentlich nur noch die Schere von drüben. Hier war ja nichts mehr, nee. Also, das Zeug hier... Okay...
Ziegelstein nehmen wir auch mit. Da kann man nämlich besser mit Leute verdreschen. Ach, ich wollte mir noch eine Bombe basteln. Genau. Ach, und zwei Molotow-Cocktails. Für den Fall der Fälle. Man kann ja nie wissen, ob hin... Ja, hetz mich nicht. Am besten erstmal alle auf einen Ort locken. So. Nein, oder? Hat's funktioniert? Jetzt brennt der? Brennt der? Ja, der brennt. Der auch. Komm, den dritten auch noch. Ruhe hier. War's das? Ich glaube, das war's. Ja. Hier ist jetzt alles tot. Das finde ich doch sehr ordentlich. Was können wir jetzt machen? Wir können zum Beispiel hier rüberlaufen. Und was haben wir davon? Ich muss mal eben ein bisschen näher ans Mikro dran. So. Aber hier ist... Ach, man hätte hier natürlich auch vom Dach aus quasi agieren können. Ja, unten in der Garage dürfte ja eigentlich nichts mehr sein. Ups. Den nehmen wir mit. Eventuell mal... Ich habe keine Muni mehr dafür. Dann... Besser so. Reloaden. Dann können wir das hier noch mitnehmen. Man weiß ja nicht, was man alles bauen kann. Warum nimmst du das nicht mit? Nimm das mit. So, dann ist hier alles durch. Und dann geht's doch gleich mal weiter. Können wir hier natürlich auch noch überall reingucken. Ob wir nicht vielleicht doch noch was Nützliches finden. Weil da vorne kann man zum Beispiel in die Garage gehen. Ob das immer so schlau ist, sei mal dahingestellt. Mensch, Will, beruhig dich mal. Ich glaube, hier können wir durch. Geht's hier weiter? Hier lang. Oh. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Warte. Wir schauen uns noch hier in der Garage rum. Man weiß ja nicht, ob man hier vielleicht nicht doch zum Beispiel ein paar Pfeile findet. Oder noch einen neuen Bogen. Oder alles Mögliche, weil den Bogen finde ich persönlich mit am coolsten. Kann man ja nicht den hier... Wie viel haben wir jetzt dafür? 5 Schuss. Schrotflinte. Gewehr. Zum leisen Ausschalten ist das Ding perfekt. Aber falls mal so weit kommt, habe ich lieber die Schrotflinte in der Hand. Weil damit kann man einfach viel besser irgendwas wegballern. Wenn es mal sein muss. Was haben wir hier? Hier noch irgendwas? Ich glaube fast nicht. Hier ist glaube ich noch ein Haus. War hier noch ein Haus? Hier ist offensichtlich alles tot. Nee, ja, hier, nee. Nee, ich will meinen Stein. Ich will... Wo ist mein Stein? Ist mein Stein weg? Super. Ah, siehst du? Ja, doch was noch. Hat doch noch was gebracht. Nee, ich... Bist du deppert? So. Oh ja, das ist... ein super schöner Baseballschläger. Also, dann, auf zur Katzenklappe. Klappe, Katzenklappe. Mensch! Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Man weiß ja nie. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Wo? Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen.
In Deckung bleiben. Ich sehe sie nicht. Richtig. Wo denn drinnen? Ich sehe hier keinen Klicker. Außerdem sehen die uns ja eh nicht. Die hören uns ja nur. Ich könnte ja natürlich probehalber einfach mal... Ach, da sind sie. Sag das doch. So. Ja. Jetzt entzünd du dich auch noch. Oh, Alter. Vier auf einmal? Na komm. Da läuft das Viech gleich amok. Ah! Nein! Das hat ja wieder super geklappt. Dürfen wir auch eigentlich hinter da... Genau. Okay, vielleicht warte ich dann einfach ein bisschen länger. Ich könnte natürlich auch versuchen, jetzt einfach mal beide ganz ruhig auszuschalten. Ach so, die gammeln da so rum. Ich versuch's einfach mal. Ganz ruhig. Hat keiner gehört, ne? Einmal haben wir noch. So, hier müssten ja noch zwei von denen rumlaufen. Wo die allerdings jetzt gerade sind, weiß ich nicht. Und ich will mich auch nicht ohne Messer in das Haus reintrauen. Und ich schau mal gerade, ob wir uns ein Messer bauen können, ja. Ein Messer ist drin, ein anderes allerdings nicht. Nagelbombe können wir eh vergessen, haben wir nicht genug Sprengstoff für. Okay, Aha. Vielleicht einfach mal. Es dürfen ja zwei Stück, dann hier kommt eins. Komm, geh in Flammen auf. Ja! So gehört sich das. Boah, sind die eklig, ey. So, für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was sich hier noch alles irgendwie rumtreibt. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich, wenn das vier Stück waren... Wenn es in Anführungsstrichen nur vier Stück. Oh. Dankeschön. Da habe ich was gehört. Aber hoch können wir zum Glück nicht. Aber eigentlich machen die sich auch immer bemerkbar. Guck mal, hier irgendwas Wichtiges? Nee. Hier ist nichts. Alles klar, dann geht's halt weiter. Da vorne... Jetzt habe ich mich gerade vor Bill erschrocken. Alter. Macht das nicht. Zweimal Muni. Okay. Da vorne am Bett liegt auch noch was. Was haben wir hier? Ah, perfekt. Ich sammle ja immer gerne Krams auf, weil mit Krams kann man sehr tödliche Sachen bauen. Und tödliche Sachen mag mir. Und wie mir das mag. Was haben wir hier noch? Na los! Darüber, okay. Ja, dann. Gehen wir wieder auf. Wer hat das da
verlassen. Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. In eine Schule. Komm, Ellie. Wo ist er denn? Ellie? Ja, komm. Ach, da hinten. Aber gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann weiter, auch wenn wir hier jetzt wirklich echt mal, also mit wir meine ich mich, wenn ich mir jetzt hier mal ein bisschen versagt habe. Aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Part. Bis dahin, ciao!